Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe Vollenergie im steirischen Vulkanland im neuen Jahr. Ich bin Denise Strohmeier von der lokalen Energieagentur und besuche mit Ihnen gemeinsam Betriebe im steirischen Vulkanland und in der Region. An diesen süßen Versuchungen hier kann man erkennen, dass wir uns heute in der Zotter Schokoladenmanufaktur befinden. Heute bei der Schokoladenmanufaktur Zotter und ich darf an meiner Seite einen der bekanntesten Köpfe Österreichs begrüßen, Josef Zotter. Vielen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen bei Ihnen. Ja, das war schön. Wie kam es zur Idee, eine Schokoladenmanufaktur zu gründen? Ja, das kann ich jetzt gar nicht beantworten, weil das ist jetzt erstens schon natürlich eine Zeit lang her. Ich meine, aus der Kocherei und aus der Patisserie ist es naheliegend, da hat man mit Schokolade zu tun. Oder ich habe mir gedacht, warum ist Kakao oder Schokolade eigentlich so unspannend, wenn man das jetzt, ich will nicht sagen schlecht, aber es war sehr unspannend vor 20 Jahren. Und dann war für mich sofort klar, die Ursache liegt natürlich bei den Bauern. Mhm. Weil wenn man die nicht wertschätzt und wenn die nicht für ihre Arbeit, wie soll ich sagen, gerecht entlohnt werden, dann haben sie keine Lust, das gut zu machen. Und wenn der Kakao schlecht ist, dann kann man keine gute Schokolade machen und so. Und den Kreislauf wollte ich eben schließen. Und der Betrieb Zotter steht ja für Fairtrade, Mitarbeiterzufriedenheit, ökologisches Arbeiten und Produzieren. Und um auf das Energiethema zu sprechen zu kommen, was haben Sie hier am Standort in Riegersburg eigentlich alles umgesetzt an energetischen und ökologischen Dingen? Natürlich beschäftigen wir uns auch mit der Zukunft und ich möchte meinen Betrieb ja meinen Kindern irgendwann weiter vermitteln und dass sie auch Freude haben damit. Haben wir halt ein paar Maßnahmen gesetzt, also nicht nur, dass alles bio-zertifiziert ist, dass alles fair gehandelt ist. Wir haben auch gesagt, wir müssen auch etwas tun. Es gibt eben diese EMAS-Zertifizierung, wo es einerseits um Umweltschutz geht, es geht um Müllvermeidung oder überhaupt Veränderung der Verpackungen. Es geht natürlich auch um die reine Energie, um Strom beispielsweise. Mhm. Also wir verbrauchen ja da im Unternehmen 3 Gigawatt Strom, das ist schon mittlerweile eine große Menge. Davon können wir etwa 10% selber produzieren und haben halt, ja, das ist jetzt, um es auch in Zahlen zu sagen, also 380 kW Peak Photovoltaikanlagen da im Betrieb, also die ganzen Dächer sind belegt. Und bin dann auch so weit gegangen, dass wir die Dächer auch noch mit Moosfolien belegt haben, dass quasi die Photovoltaikanlage auch auf einer Grünfläche funktioniert. Natürlich diese nachdrehbaren Mover, das ist eher jetzt ein bisschen ein Spielzeug, weil das einfach gut ausschaut, wenn sie die am ganzen Tag irgendwie so bewegen. Was für eine Wärmeversorgung und auch Kühlungsversorgung haben Sie im Betrieb? Wie funktioniert wir haben das? Etwa 1000 kW brauchen wir allein nur für Kühlungen. Mhm. Und Wärmeversorgung haben wir über 1000 kW, also ein Dampfkraftwerk, wo wir Hackschnitzel und Kakaoschalen auch verbrennen. Also der Abfall vom Kakao ist ja sehr energiereich, weil da Fett drinnen ist. Also funktioniert auch in der Zwischenzeit sehr gut. Und das meiste Holz, also das, was wir da verbrennen, kommt aus den eigenen Wäldern. Wir haben ja 80 Hektar, 85 Hektar Biolandwirtschaft auch dabei und eben ein paar Wälder auch. Also, und da kommt da sehr viel Energie raus. Ja, und Sie haben ja auch eine sehr große Elektrofahrzeugflotte, richtig? Ja, das gehört ja dazu, nicht? Weil wenn wir schon selber Strom produzieren, dann ist es natürlich ein unglaublich lässiges Gefühl, wenn man dann im Auto sitzt und eigentlich mit seinem eigenen Strom sozusagen spazieren fährt. Ja. Das soll jetzt nicht heißen, dass man deswegen, dass es eh wurscht ist. Das ist ja leider Gottes ein bisschen der falsche Gedanke, dass man sagt, wenn man ökologische Energie produziert, dann wird es eins zu eins austauscht. Das ist nicht mein Thema. Wir haben ja relativ kleine Fahrzeuge. Also ich war da immer ein bisschen ein Vorbild. Also ich habe immer gesagt, der Chef muss das kleinste Auto haben und das muss elektrisch sein. Ja. Ja? Um auch für die Mitarbeiter eine Vorbildwirkung zu haben, weil wenn der Chef das größte Auto hat, dann wollen die Mitarbeiter natürlich auch das größte Auto, was ja logisch ist. Also in der Zwischenzeit sind 8 Fahrzeuge da. Das sind jetzt natürlich mein Privatauto, mehrere so kleine Lieferwagen, ein LKW, dann die Fahrzeuge, die im Tiergarten unterwegs sind, fahren auch elektrisch. Also ja, also wir haben, glaube ich, überhaupt nur mehr ein Dieselfahrzeug. Okay. Also eins an Bus
und einen größeren LKW, den für weitere Strecken. Ja. Aber sonst, wie gesagt, sind wir schon relativ gut unterwegs. Ja. Energetisch gut unterwegs. Ja. Und um den Kreislauf zu schließen, ist wahrscheinlich auch noch der essbare Tiergarten sehr erwähnenswert. Sie haben ja im Betrieb mittlerweile über 200 Mitarbeiter, die auch in der Kantine, in der betriebseigenen Kantine mit dem essbaren Tiergarten versorgt werden. Ist das richtig? Ja, das war meine große Vision. Ich habe gesagt, ich komme aus der Landwirtschaft und das ist jetzt ein bisschen so, wie soll ich sagen, dass man auch wieder was zurückgeben kann, weil Unternehmen sehe ich ja auch so, dass es eine Kreislaufwirtschaft ist und eigentlich für alle irgendwie zur Verfügung stehen soll. Und eben die Biolandwirtschaft, die produziert ja was und versorgt tatsächlich meine ganzen Mitarbeiter mit einem Mittagessen. Mhm. Der essbare Tiergarten sowieso, das ist mein Herzensprojekt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon jemals einen Betrieb besucht haben mit unserer Kurzfilmreihe, der bereits so viele Umsetzungen gemacht hat wie Sie im energetischen und Umweltbereich. Gibt es da überhaupt noch Visionen für die Zukunft? Naja, natürlich. Also mein Ziel ist, 100% energieautark zu werden. Ja. Also da bewegen wir uns, also wenn man jetzt die Wärmeleistung mitrechnet, bewegen wir uns schon Richtung 60%. Also das, was wir eigentlich im Betrieb produzieren. Also wir machen auch sehr viel Energie mit der Abwärme, also mit der Abluft. Also die ganze Luft, die quasi hinausgeblasen wird, wird die Energie vorher herausgenommen. Also da kommt auch sehr viel zurück. Nein, da haben wir schon noch Ziele. Und ja, so muss es auch sein. Unternehmen heißt ja Unternehmen. Und natürlich muss man, manchmal hat man Ziele erreicht und freut sich darüber und kann das wieder ein bisschen feiern. Aber gerade was Energie anbelangt, glaube ich, wenn wir das schaffen oder wenn die ganze Wirtschaft energieautark produziert, das wäre natürlich genial. Ja, Herr Zotter, ich bedanke mich recht herzlich, dass wir bei Ihnen hier zu Gast haben sein dürfen und so einen spannenden Einblick gekriegt haben in Ihrem Betrieb. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich auch wieder mal fürs Zuschauen bei unserer ersten Folge im neuen Jahr. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal zu Vollenergie im steirischen Vulkanland.